Kann man Partymarathon eigentlich auch als Sport betiteln? Denn genau das haben Peter Wackel und seine Freunde eine Woche lang in Las Vegas gemacht. Der Kollege von uns, Tobias Burkhardt, war mittendrin und dabei. Heute steht ein Auftritt im Hofbräuhaus in Las Vegas an und der Partynarrator versucht sich beim Zocken. Viva Las Wackel! Ladio in Las Vegas, Ladio, Ladio in Las Vegas, Ladio. Ladio nicht nur vor dem Wahrzeichen in Las Vegas, sondern auch im amerikanischen Hofbräuhaus. Peter Wackel heizt den Gästen so richtig ein. Die Strapazen des 11-stündigen Flugs hat der Partynator aus Erlangen anscheinend blendend weggesteckt. Jetlag, ein Fremdwort für den 30-Jährigen. Das gibt's heute nicht, weil das steht ja neben Reiseführer drin. Man muss die erste Nacht wirklich durchmachen, auch mit leckerem Hofbräuhausbier eben in Las Vegas. Dann ist das Jetlag weg und ab morgen beginnt dann ein neuer Tag mit solchen Augen und alles ist wieder gut. Einige Liter und auch Lieder zusammen mit Rotsee-Power aus Hilpoltstein später fragen wir beim Publikum nach, ob die Wackelmusik auch zum Mitwackeln animiert hat. What do you think about this kind of music? It's not bad music. It's kind of fun. It's different. It's one time, you know. It's fun. I mean, I think it's a good chance to relax and enjoy something different. Peter ist natürlich nicht nur zum Singen in Las Vegas, er will auch die mitgebrachten Dollar kräftig vermehren. Die ersten Zockversuche an den Slotmaschinen sehen zwar nicht besonders vielversprechend aus, doch dann wechselt der Franke die Maschine und tatsächlich dreht sich das Spielerglück um 180 Grad im Casino des Tropicana. Der ist zwar nicht riesig, reicht aber für eine extravagante Spontanidee. Ein Stretchhammer der Luxusklasse. 20 Sitzplätze, 1A Soundanlage, DVD-Player und logischerweise Minibar für die durstigen Insassen aus Deutschland. Was Peter Wackel und seine 8 Freunde so alles in Las Vegas mit der Stretch-Limousine anstellen? Es wird auf jeden Fall feuchtfröhlich und windig. Schalten Sie am besten morgen wieder ein zum dritten Teil unserer Wochenserie Viva Las Wackel. Yeah, baby. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Ich bin da schon mal gespannt auf die morgige Folge. Macht Spaß. Was hat eigentlich